Hallo und herzlich willkommen zu Kings of the Hill. Heute mit einer neuen Strategy-Folge mit mir. Ich bin Hanjo und wollte heute über das Thema reden, warum die 9. Edition doch anders ist als die 8. Edition. Wie komme ich zu dem Thema? Weil ihr werdet euch fragen, klar, 9 ist anders als 8. Also warum reden wir darüber, warum es anders ist? Ich habe in der letzten Zeit viele Fragen und Diskussionen mitbekommen, die so darum gingen, ja, aber so viel hat sich ja gar nicht geändert. Ist die 9. Edition wirklich eine 9. Edition oder eine Edition 8.5? Und was hat sich eigentlich wirklich geändert? Ich glaube, es hat sich ganz viel geändert. Das haben wir ja auch in unseren Regelvideos besprochen. Es sind aber eher die Nuancen, die sich geändert haben, die grundsätzliche Spieldynamik, die Vergleiche mit Stärke gegen Widerstand, auf welchem Wert wunde ich und so weiter. Solche Dynamiken haben sich nicht geändert, aber in den Nuancen hat sich doch einiges geändert, was einen, wie ich finde, signifikanten Einfluss darauf hat, wie sich das Spiel spielt. Gerade wenn man es kompetitiv spielt, wo man dann ja auch die letzten Prozente ausmaximieren muss. Von daher, heute zusammenfassen möchte ich das, was ich so als die Top 10 der Gründe sehe, warum sich die 9. Edi doch anders spielt als die 8. Edi. Zuerst einmal ist da zu nennen, und ich glaube, das sind viele der Punkte, die sind euch schon klar. Ich möchte hier nochmal explizit ansprechen, gerne auch eine Diskussion herbeiführen über die Kommentare hier im Video und vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen nochmal expliziter vor Augen führen, Themen, die euch vielleicht alle bewusst sind, die ihr aber vielleicht noch so in ihrer Wichtigkeit noch gar nicht gesehen habt. Top 10. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Und für mich ist der erste Punkt die Tatsache, dass der Tisch deutlich kleiner ist. Und viele unterschätzen das vielleicht, was das bedeutet, wenn wir 6 Zoll von jeder kurzen Kante und 2 Zoll von jeder langen Kante abziehen, aber wir machen den Tisch, ich glaube, so um die 20% kleiner, was die Spielfläche angeht. Und das ist ganz wichtig. Das bedeutet natürlich für einige Armeen, die vorher langsam waren, dass sie jetzt verhältnismäßig schneller sind, also schneller auch von der Aufstellungszone in die Mitte kommen. Das bedeutet für schnelle Armeen wie die Eldari, dass sie ihre so extreme Bewegungen teilweise gar nicht mehr so ausspielen können wie in der 8. Edition, weil sie nicht so weit wegbleiben können vom Gegner. Und es bedeutet auch im Grunde eine Anpassung der Reichweiten. Ich glaube, die neue 36 ist die alte 48 und so weiter und so fort. Wenn man dahin geht, dass auch gerade diese typischen Reichweiten 24 Zoll, 36 Zoll jetzt extrem aufgewertet wurden, einfach weil hinten raus, wenn man die lange Seite spielt oder wenn man lang spielt, 12 Zoll ja in Summe an Distanz verloren gegangen sind. Der zweite Grund, warum es sich aus meiner Sicht extrem anders spielt, und da beziehe ich mich natürlich vor allem auf den Vergleich mit 8. Edition ITC, sind Primaries und Secondaries. Wenn wir uns überlegen, ITC war sehr kalkulierbar. Wir hatten maximal, jetzt bin ich schon raus, 42 Punkte, ne? Maximal 42 Punkte, die man erreichen konnte, und es war sehr berechenbar, weil man in den Primaries um den Hold More, Kill More Bonus gekämpft hat, und das hat sich dann ja am Ende der 8. Edition so ein bisschen dahin gezogen. Wer den Hold More hat, hat meistens auch den Bonus, weil der Bonus seit Februar 2020 ja deutlich einfacher zu holen war als vorher, und dann sind die Secondaries auch so einfach, dass man eigentlich immer zwischen 12 bis eigentlich 10 bis eigentlich 12 holen musste, sodass man da sehr klar sagen konnte, wo das in die Reise hingeht, das auch sehr gut kalkulieren konnte. Was natürlich den Vorteil hatte, man konnte sehr gut auch die ersten 2 Züge langsam angehen, kalkulieren, wie groß der Abstand sein darf, damit man nach hinten raus noch aufholen kann. Und auch, denke ich, ganz wichtig, wir haben das Inkrement der Punkte war 1. Das heißt also, ich habe einen Punkt für Killmore, einen Punkt für Holdmore, einen Punkt für Bonus geholt und Kill, Hold natürlich bis zu maximal 5 Punkte in den Primaries, für die das vielleicht jetzt schon länger her ist, ITC 8. Edition. Und dann in jeder der Secondaries, 3 gab es ja an der Zahl, maximal 4 Punkte. Die haben aber alle inkrementell gepunktet. Ja. Das heißt also, die Differenz war immer, oder die wie man so schön sagt, die Unit of Measure ist 1.
Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben das jetzt halt anders, weil wir oft irgendwie 5 Punkte haben und es gibt bei den Primaries kein Inkrement, was kleiner ist als 5 Punkte. Und man muss ja auch bedenken nochmal die Gewichtung, dass man sagt, die Primaries und die Secondaries sind jetzt 50-50 gewertet. Also beide können jeweils 45 Punkte maximal erreichen und sind da gekappt. Und das war bei ITC ja anders, ne? Da hatte man ja 30 Punkte Primaries und 12 Punkte Secondaries, wobei die Secondaries über die Evolution von ITC unterschiedliche Rollen erfüllt haben. Jetzt am Ende waren es fast die Hygienepunkte, die musste man holen, sonst war man schon aus dem Spiel raus. Und dann ging der Kampf eigentlich sehr fokussiert und konzentriert um die Primaries, die aber beides hatten. Board Control und Kill. Also insofern, der zweite Punkt ist relativ tief. Was ist in der Zusammenfassung für mich zu sagen? Wir haben jetzt eine Veränderung von 30-12 Primary Secondaries auf 50-50 nach Gewichtung oder 45-45. Wir haben das Inkrement, was von einem einzigen Punkt hochgeht auf 5 Punkte oder eben andere Zählweisen hat, wenn wir in die Secondaries gehen. Wir haben Primaries, die rein auf Board Control und Marker halten oder Marker wegnehmen gehen, wo wir vorher hatten, töten und Marker halten. Und das sind in Summe schon deutliche Anpassungen, die wir hier sehen. Der dritte Punkt ist für mich ein wichtiger, der auch mit dem, wie score ich eigentlich Punkte, zusammenhängt. Und das ist die Tatsache, wir sind von 6 Runden oder einer zufälligen Anzahl in Runden, wenn wir WTC angucken, auf 5 Runden fix gegangen. Und da muss ich nochmal sagen, wir reden hier über die Standard-GT-Mission. Es gibt ja immer noch eigene Formate, die, glaube ich, freiwillig auch wählen, dass sie anders reguliert sind. Ich denke da an Asbellica, die jetzt auch gesagt haben, wir machen trotzdem weiter 6 Runden fix. Aber in den Standard-GT-Missionen, die wir weltweit sehen, sind es 5 Runden fix. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, dass wir jetzt, und da kommen noch andere Punkte, aber das alleine bedeutet schon, dass wir eine Verschiebung haben von vorher, wenn wir sagen, mal grob, wir können spielen 2 Runden Early Game, 2 Runden Mid Game, 2 Runden End Game. Wo wir sagen, man kann 2 Runden lang sich so langsam aufbauen, man kann Cages spielen, man kann schauen, was macht der andere, man kann sich langsam abtasten. Dann hat man 2 Runden, wo man sich, ich glaube mal, gut auf die Mütze gibt. Und in den letzten beiden Runden geht es noch darum, so einen Grind zu spielen. Man hat nur noch verstreut irgendwo Einheiten rumliegen, man muss irgendwie noch Punkte nehmen, man muss dem Gegner die Kerneinheiten nochmal rausnehmen und ausknipsen und so weiter. Also das war ein sehr kalkuliertes Spiel, was man über 6 Runden fahren konnte, und man hatte gedanklich immer die Möglichkeit zu sagen, ich spiele die ersten 2 Runden passiver, lock den Gegner raus, zwing den Gegner zu Fehlern, schau mal, ob der Gegner ungeduldig wird und damit overcommitted, wofür ich ihn dann bestrafen kann und so weiter. Das haben wir jetzt nicht mehr oder nicht mehr so stark. Wir müssen das Spiel deutlich schneller entwickeln. Wir müssen die Längen anpassen, und vom Gefühl her ist eher im Early Game die Zeit angepasst, dass wir da früher rein müssen. Da komme ich gleich nochmal im vierten Punkt zu. Dann haben wir zusätzlich halt eben die Punkte, dass wir sehr schnell eigentlich schauen müssen, wie wir in dem Spiel partizipieren wollen über diese 5 Runden. Und ich habe in meiner Erfahrung und auch mit anderen Leuten gesprochen, in deren Erfahrung, sehr oft die ersten beiden und maximal 3, aber die ersten beiden Züge, die sind oft sehr, sehr spielentscheidend hier. Und dann ist es bis dahin knapp oder vielleicht auch nicht knapp, aber vom Spielverlauf her knapp. Und oft ist es dann so, dass sich dann zeigt, okay, wer hat die Oberhand und läuft dann schnell mit Punkten weg, die dann auch sehr schwer einholbar sind für denjenigen, der zurückliegt. Gerade auch, was ich finde, dieses ganze Thema Reserven. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu einen Punkt habe, sonst müsste ich da nochmal einen aufmachen, den unschönen 11. Punkt. Aber ich glaube, das Thema, wie Reserven gespielt werden und die Unterscheidung zwischen taktischer Reserve und strategischer Reserve, sind jetzt extrem stark. Und wenn man gerade Space Marines nimmt, also ich habe einige Erfahrungen jetzt gehabt, da hat man den Gegner in Runde 1 oder 2 fast getabled als Harlequin-Spieler, Space Marines, weil man einfach 10 Aggressoren, 6 Eradicator rausgenommen hat. Da kommen nochmal 3 Aggressoren, 2x3 Inceptoren, 3 Eradicator und so weiter und all der kleinen Kram, und der haut einem einfach trotzdem noch alles weg. Also diese Stärke, die man jetzt hat über die Reserven, die man bringen kann, die auch
wenn sie strategisch sind, immer kommen können. Also man kann den Gegner nicht komplett ausscreenen und sagen, die werden im Orbit zerstört, diese Einheiten. Das ist extrem wichtig und nicht zu unterschätzen. Generell glaube ich aber, das Spiel muss sich deutlich schneller entwickeln und langsameren Armeen wird eben die Chance gegeben, über die strategische Reserve den Ausgleich zu schaffen für mangelnde Bewegung. Das heißt also, wenn wir generell schauen, wenn ich auf die Eldari schaue, wir waren in der Bewegung irgendwo hier oben, wahrscheinlich so eine 10 von 10. Und dann gibt es ganz viele Armeen, die hier weiter unten liegen. Gerade mit Space Marines, die so 6 Zoll Bewegung im Standard haben, die hier unten sind. Die werten sich jetzt einfach dadurch auf, dass wir einmal sagen, wir haben eine kleinere Platte. Und wir haben die Möglichkeit, alles in die strategische Reserve zu stellen. Auch Sachen, die normalerweise nicht Deep Striken können. Dadurch haben wir nochmal einen Bewegungsschub bekommen, weil wir jetzt diese Unberechenbarkeit, alles kann irgendwie reinkommen. Und wir können uns die Reichweite erkaufen, indem wir die erste Runde im Orbit bleiben und dann in der strategischen Reserve kommen. Das ist extrem mächtig. Der vierte Punkt, ich hatte es eben schon angedeutet, ist für mich ein Punkt, das Spiel hat sich geändert in dem Sinne, dass man in jeder Phase dieses Spiels jetzt engagieren muss. Also dieses Spiel, was ich eben beschrieben habe, im zweiten Punkt, dass man in ITC früher durchaus mal 1 oder 2 Runden passiv hat spielen können, zu sagen, ich töte nur eine Einheit für meinen Kill, ich lasse den Gegner Killmore, ich verstecke mich auf Markern und habe den Holdmore und wir sind ausgeglichen oder der Gegner hat einen Punkt mehr als ich. Das ist aber kalkuliert. Das geht aus meiner Sicht jetzt so nicht mehr. Aus verschiedensten Gründen müssen wir jetzt viel schneller engagen. Wir haben im Grunde nur noch die Möglichkeit, auf welche Art und Weise wir engagen. Also setze ich nur einzelne kleine Truppen raus, die ich quasi opfer, um dem Gegner die Marker kaputt zu machen, oder versuche ich im Grunde selber Marker zu halten, gehe relativ schnell rein, um dann Primärpunkte zu scoren. Ich kann das vielleicht, dieses Non-Engaged-Spiel kann ich vielleicht eine Runde effektiv spielen. Ab der zweiten Runde ist aus meiner Erfahrung das Problem, dann überlässt man dem Gegner das komplette Board und dadurch, dass man, das hatten wir ja eben auch angesprochen, jetzt eine sehr starke Verschiebung Richtung Board Control hat, wird es halt deutlich schwerer dann aufzuholen. Ich mache hier nicht so eine Aussage wie, Töten ist nicht mehr wichtig in der 9. Edition, weil da denke ich ganz anders. Ich glaube, Töten ist genauso wichtig wie in der 8. Edition, nur Board Control ist eben deutlich wichtiger und mächtiger geworden, wodurch es dann halt schwerer wird, ein Spiel, oder unmöglich wird, ein Spiel zu spielen, was wir rein auf Töten auslegen. Aber Töten ist natürlich wichtig, weil wenn man nichts von der gegnerischen Armee tötet und 5 Runden lang gegen 2000 Punkte kämpft, dann glaube ich, kenne ich wenig Szenarien, in denen man das Spiel gewinnt, wo man dem Gegner nicht eine einzelne Einheit oder nicht ein Modell getötet hat. Also Töten ist wichtig, nicht falsch verstehen. Da gab es in anderen Channels mal so Aussagen, das würde ich jetzt persönlich nicht unterstützen. Der fünfte Punkt ist CPs. Wenn wir uns überlegen, wie wurden vorher CPs zusammengesetzt und wie viele CPs hatte man? Riesen Game Changer. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, bei jedem ist es bewusst. Wenn wir mal das Beispiel Castodes nehmen, die hatten früher das Problem, sie konnten gar nicht genug Detachments mitnehmen, weil sie zu teuer waren. Sie konnten irgendwie darüber arbeiten, mit einem Lawyer 32 nochmal 5 Battalion-Punkte, also CP dann mitzunehmen. Aber im Endeffekt war es eine Armee, die Mono kaum spielbar war im Kompetitiven. Das hat sich jetzt ja komplett gedreht. Sie sind ja eine der Top-Tier-Factions, weil sie einfach mit einem sehr günstigen, sei es ein Patrol, sei es ein was auch immer, sei es ein Battalion, mit 12 CP starten können. Und sie haben alle Möglichkeiten, sie haben über ihr Psychic Awakening extrem viele Shenanigans mitbekommen und jetzt können sie eben dieses Spiel extrem gut spielen. Aber CP war ein wichtiger Faktor, der damit reingegangen ist. Der sechste Punkt aus, jetzt muss ich einmal gucken, ich habe meine Notizen sind gewohnt unstrukturiert. Der sechste Punkt, Detachment-Regeln. Und das hängt sehr stark zusammen mit den CP. Die Detachment-Regeln und wie ich Detachments bauen darf, hat natürlich auch extrem viel Einfluss jetzt auf unser Spiel. Dass wir also nicht mehr diese sogenannten Chef-Units mitnehmen müssen, um einfach CP zu generieren. Jetzt ist es genau andersrum, dass wir eigentlich einmal durch nur so eine kleine Regelungsänderung, die ja in den Core-Regeln und den Spieldynamiken gar nichts geändert hat, fast so eine Drehung haben. Ja, also ich hatte den Gewinner von dieser Regeländerung so ein bisschen Castodes gerade rausgestellt. Auf der Verliererseite oder auf der Seite, die sich neu erfinden muss, ist jetzt erstmal sowas, glaube ich, wie reine Genestealer-Kult, die früher davon gelebt haben, Triple Battalion, wir fangen mit 18 CP an und wir brauchen auch die verschiedenen
Wir verbrauchen auch die verschiedenen Detachments, um die verschiedenen Traits auf die verschiedenen Einheiten zu verteilen. Anderes Beispiel, was wir da haben, ist aus meiner Sicht Blood Angels. So wie ich zumindest Blood Angels gespielt habe, haben sie davon gelebt, dass sie viele Charaktere hatten, die die gesamte Armee buffen und hochbuffen und somit die verhältnismäßig teuren Modelle wie Death Company und Sanguinary Guard dann doch wieder sehr effizient machen können, weil wir einfach so einen Hero Hammer mit den Blood Angels spielen. Das geht jetzt nicht mehr oder nur bedingt. Ich glaube, es geht nicht mehr, weil wir sind im HQ-Slot auf 3 Charaktere beschränkt. Da ist ein extremer Kampf bei, wenn wir alle normalen Space Marine Charaktere plus eben die ordensspezifischen Blood Angel Charaktere nehmen. Und wir können uns eigentlich nicht leisten, mehrere Detachments mitzunehmen, weil, das war ja der vorherige Punkt, die kosten jetzt ja Geld, also CP. Ich denke immer Geld. Und wir können es uns als Blood Angels gerade gar nicht leisten, mehr CP auszugeben. Wir haben ja, wir starten irgendwo so rund um die 10 CP. Wenn wir Relikte ausrüsten, Trades ausrüsten und so weiter. Und wenn wir jetzt nochmal 2 CP oder 3 CP ausgeben müssen für ein weiteres Detachment, dann haben wir nicht mehr genug, um all diese Shenanigans zu spielen, die wir wollen. Jetzt sind wir ja gerade an dem Punkt, wo der Codex-Übergang ist. Da könnte man jetzt wieder argumentieren, da ihr ja alle Blood Angel-spezifischen Stratagems, bis auf die 4, die glaube ich im neuen Index Blood Angels drin sind, verliert, geht das ja. Und ich sage, aber das ist ja nur die Übergangszeit. Also ich denke hier strategisch langfristig, da wird es dann, denke ich, wieder kommen, wenn das Supplement der Blood Angels kommt. Und dann wird das schwer. Ja. So, dann haben wir als 6. Punkt, ich habe hier die, also ich zeige das mal, so sieht dann Struktur aus. Ja. Ich habe hier irgendwie nummeriert, dann dachte ich irgendwie, als ich die Sachen dazu geschrieben habe, okay, diese Sache sieht doch anders aus. Insofern habe ich jetzt hier so 2 Nummerierungen, die komplett konfus sind. Und ich war zu faul, das Ganze nochmal sauber zu übertragen, weil ich dachte, ich kann das alles live machen. Insofern habe ich mich da wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen zum 6. Punkt. Der 6. Punkt für mich ist die Besonderheit oder die Wichtigkeit von OPSEC. Und das wurde ja auch viel diskutiert und ich glaube, das steht für sich. OPSEC ist extrem wichtig. Was auch wieder Custodes sehr stark macht, was auch eine ganz andere Wertigkeit jetzt auf den Standard-Slot, also den Einheiten, Standard-Einheiten-Slot gibt und was auch eine ganz andere Wertigkeit auf Fähigkeiten, wie zum Beispiel bei den Salamanders gibt, dass man sagt, man kann eine zu Zugbeginn eine Einheit benennen, die jetzt für diese bis zum Anfang der nächsten Runde oder des nächsten eigenen Zuges OPSEC hat. Das ist extrem wichtig, weil man somit eben dieses wichtiger gewordene Board-Control- und Markerspiel kontrollieren kann. Eine Sache, die ich da noch nennen möchte, die im Umkehrschluss wiederum sehr wichtig sein kann, taktisch, die aber noch nicht so oft gespielt wird, das ist dieser Punkt, dass man, wenn man sagt, man hat weniger OPSEC dabei, man orientiert sich mehr auf den, ich sag mal, Killy-Teil und sagt, ich nehme volle Output-Kadenz und Effizienz mit, habe dafür weniger OPSEC, weil am Ende, ich brauche die eigentlich nur, um Objekte zu halten, nehme die raus. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme Sparehead-Detachment von irgendwas mit und sage, ich verzichte komplett auf OPSEC oder habe nur eine OPSEC-Unit mit. Das Spiel, was man dann sehr schnell spielen kann, ist zu sagen, wir haben vielleicht Fast-Attack-Units, die nicht OPSEC haben, die aber schnell auf den gegnerischen Marker kommen. Ich klippe den gegnerischen Marker und meine Output-Einheiten schießen alles, was OPSEC ist, vom gegnerischen Marker runter. Und dass man dann im Grunde sagt, ich score vielleicht auch nicht so viel, nur so viel Primaries, aber ich verhindere, dass du überhaupt Primaries scorest. Und wenn du mir verhindern willst, dass ich Primaries score, dann musst du zu mir kommen und da habe ich die super effiziente Armee, weil ich habe all den anderen Teil weggelassen und die Punkte habe ich investiert in A, Beschießen und B, Counterpunch. Alles, was bei mir auf den Marker kommt, kriege ich keine Punkte, aber das kloppe ich sofort weg und dann spiele ich das Zermürbungsspiel und ich spiele das Spiel besser und effizienter als du. Das ist so ein Spielstil, der jetzt noch nicht so oft gesehen ist, der aber aus meiner Sicht durchaus Möglichkeiten hat und nochmal auch Tiefe mit reinbringt. Ja, und ich glaube, es gibt ja viele, die jetzt noch nicht so viel 9. Edi gespielt haben und die sagen, oh, ist alles irgendwie doof und was auch immer. Ich muss sagen, ich finde auch einige Sachen schade, dass sie und die, also dass sie weggefallen sind, weil ich es in der 8. gut fand, aber in Summe finde ich, für mich kann ich das sagen, die 9. Edi sehr gelungen. Und ich finde die taktische und strategische Tiefe, die diese Edition hat im Vergleich zur 8. Edition, und ich kenne leider die vorherigen nicht, muss ich sagen, finde ich, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.
Dafür mag ich jetzt vielleicht belohnt werden. Aber aus meiner Sicht, da ist ganz viel drin und da ist auch noch ganz viel drin, was wir noch nicht erforscht haben. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Das ist also der sechste Punkt. Eine Sache möchte ich noch sagen, rein regeltechnisch, weil das ganz oft passiert und Leute, die oder andere, die Regeln nicht so, ich weiß nicht, nicht so sauber kennen, ich weiß es gar nicht, wie ich das sagen soll, aber die Regeln nicht eindeutig für sich kennen. Ich möchte noch einmal auf die Obsec-Regel kommen. Also, wenn wir einen Marker halten oder um einen Marker kämpfen und wir haben beide keine Obsec-Einheiten da, dann wird die Anzahl der Modelle gezählt. Wer hat mehr Modelle am Marker oder in Marker-Scoring-Range, die Person hält den Marker. Wenn eine der beiden Personen jetzt auch nur eine Obsec-Einheit dahin hält, dann hat sie das Objective secured. Das heißt also, egal wie viele Einheiten da rumstehen, die Person, wenn es Ausschließlichkeit gibt, die Person, die den Marker mit Obsec hält, hält den Marker. Drittes Szenario, beide halten, haben Obsec-Einheiten dran. Und jetzt ist da das Spannende, es werden nicht nur die Obsec-Einheiten miteinander verglichen, also sagen wir, ich habe 3 Obsec-Einheiten, mein Gegner hat 5 Obsec-Einheiten und ich habe noch 10 Nicht-Obsec-Einheiten dran. Dann heißt es nicht, es ist 3 zu 5 und der Gegner hält den Marker, weil er hat 5 mal Obsec. Nein, wir brauchen nur jeweils ein Modell, das Obsec hat, am Marker und dann werden wieder die Modelle gezählt. Also es ist nur die Fähigkeit, ich secure dieses Objective, was mich dazu befähigt, dass ich eine Trumpfkarte quasi spielen kann. Aber es werden dann nicht die Trümpfe, also die Obsecs, gegeneinander gezählt, sondern es werden alle Karten, die ich auf der Hand habe im Kartenspiel oder die ich Modelle, die ich an der Marke habe, die werden gegeneinander gezählt. In diesem Beispiel wären es jetzt 13 auf meiner Seite, 5 auf der gegnerischen Seite. Ich halte weiter den Marker. Natürlich ist es jetzt leichter für den Gegner, meine 3 Obsec-Einheiten vom Marker runterzuschießen, zum Beispiel. Und dann habe ich nur noch 10 Nicht-Obsec-Einheiten und der Gegner hat oder Modelle und der Gegner hat 5 Modelle, die Obsec haben, womit wir wieder im zweiten Szenario sind, Ausschließlichkeit, es hat nur einer Obsec, der andere nicht. Damit hält automatisch derjenige, der Obsec hat, den Marker. Das ist nochmal wichtig für mich, dass ich das hier bringe, weil da gab es einiges an Verwirrung, auch mit dem Gedanken, dass nur die Obsec-Modelle gezählt werden. Dem ist nicht so. Sobald beide Obsec haben, das ist eine Fähigkeit, die ist binär. Man hat Obsec, man hat nicht Obsec. Da zählt nicht, wie viel Obsec man hat Obsec und dann werden die Modelle gezählt, egal ob diese die Obsec-Fähigkeit haben oder nicht. Ich hoffe, dass ich damit für ein bisschen Klarheit gesorgt habe, einfach rund um wie Marker gehalten werden können, was Obsec und was nicht Obsec am Marker bedeutet. Kommen wir, und jetzt muss ich einmal durchgucken, also die hatten wir, die beiden hatten wir, die hatten wir, dann kommen wir jetzt zum siebten Punkt und das ist das Thema andere Missionen im GT-Pack. Über die Primär- und die Sekundärmission haben wir ja schon gesprochen. Für mich ist nochmal wichtig das Thema, welche Mission, also wir haben ja die neuen GT-Missionen und dazu auch haben wir ja 9 Videos gebracht, rund um, dass wir alle Missionen von 11 bis 33 durchgegangen sind. Und diese Änderung der Mission bringt aus meiner Sicht jetzt auch wieder eigentlich was Schönes, nämlich eine taktische Tiefe oder eine strategische Tiefe, weil auf diese Mission kann ich mich vorbereiten. Also ich weiß, wie viele Marker liegen, ich weiß, wo die Marker liegen, ich weiß, wie die Aufstellung ist, ich weiß, was die missionsspezifische Secondary Mission ist und ich weiß, wie die Primaries gespielt werden, also mit 1, 2 mehr oder mit 2, 3 mehr Markern halten. Plus, ich habe jetzt deutlich mehr oder recht viele Missionen, die 6 Marker haben. Und wenn wir uns überlegen, wie groß die Marker jetzt geworden sind, dann haben wir einfach eine extrem große Fläche, die Markerzonen auf dem Spielfeld sind, gegenüber den Spielfeldzonen, die keine Markerzonen sind. Da, falls ihr da irgendwie Fragen zu habt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, die Videoreihe, die ich gedreht habe, das sind 9 Videos in Summe, die 9 Missionen, in denen wir jede Mission einzeln durchgehen. Das ist aus meiner Sicht die perfekte Vorbereitung, wenn ihr mal irgendwie ein Spiel spielt oder ein Turnier, wo ihr wisst, es werden Missionen 22, 32 oder 12, 22, 32 gespielt, dass ihr euch die ganz bewusst anguckt, euch darauf vorbereitet und fragt, wie spielt meine Armee eine Mission, die in den Tischvierteln läuft, die Hammer and Anvil macht, die Dawn of War macht. Und das kann man extrem gut vorbereiten. Aber es ist erstmal eine Änderung vom Spielstil, wenn wir uns angucken, wie die Missionen von ITC 8. Edition waren zu jetzt den neuen GT-Missionen, die wir jetzt haben. Achter Punkt. Und jetzt komme ich in genau diese Probleme. Jetzt haben wir
den Tisch kleiner, Primary Secondaries, 5 Runden, die haben wir raus. Wir haben Need to Engage, wir haben, den Punkt haben wir noch nicht, der kommt gleich, OPSEC, Detachment Rules, CP, andere GT-Missionen, gut. Dann sind wir aber anscheinend bei der Nummer 8. Ja, das, sorry. So, Nummer 8. Und das ist für mich ein Punkt, den finde ich extrem schön. Und da sehe ich auch sehr viel Dynamik aus dem Schach wiederkommen. Und das sage ich als jemand, der Schach wirklich richtig schlecht spielt. Also insofern, man mag mich da Lügen strafen, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass das durchaus schon geht. Nämlich, es geht hier viel mehr jetzt um das Tauschen. Und das hatten wir vorher schon und ich denke da immer an meine Liste aus der 8. Edition mit Double Shining Spears, wo auch das Tauschthema riesengroß war. Ja, aber das hatten noch nicht alle Armeen so und ich glaube, das wird jetzt insgesamt deutlich und strukturell deutlich wichtiger werden im Spiel oder ist schon wichtiger geworden. Viele müssen es noch erkennen oder wir müssen es noch verstehen, was es bedeutet. Aber ich glaube, es geht jetzt viel mehr darum, Einheiten zu tauschen. Also sprich, der Gegner ist dort hinten, man möchte dorthin springen, man möchte ihm den Marker wegnehmen. Wenn man den Marker wegnimmt, macht das den Unterschied von 15 auf 10 Primary-Punkte am Anfang der oder in der Command-Phase des Gegners. Dann weiß man aber auch, ich setze da eine Einheit hin und dann ist die weg. Ne? So, und damit sage ich, ich tausche jetzt ein. Ich tausche eine Einheit ein, wahrscheinlich tötet diese Einheit dann auch nicht mal was, aber ich tausche eine Einheit ein gegen 5 Punkte, die der Gegner nicht punktet. Also, und da ist immer die Frage, wie tausche ich ein? Wie tausche ich ein meine Einheiten gegen gegnerische Einheiten? Wie tausche ich ein meine Einheiten für CP? Wie tausche ich ein meine Einheiten für Siegpunkte, Victory Points? Ja, und da auch nochmal die Verlinkung. Wir haben ja in der Strategie, da hatte ich noch damals in der 8. Edition, aber ich glaube, das trifft noch genauso zu in der 9. Edition, das Thema des Tauschens. Auch wie tausche ich gewisse Sachen ein gegen Zeit, wenn wir auf der Schachuhr spielen. Also das kann ich euch wärmstens empfehlen. Da steht zwar noch 8. Edition drauf, das ist aber absolut relevant. Das Video hatte ich damals gedreht, weil mir dieser Tauschgedanke sehr wichtig war, damals schon. Und da in der 8. Edition noch gar nicht so drauf geachtet wurde. Ich glaube, das Video heißt irgendwas mit Tauschen und Ressourcenmanagement. Ja? Weil für mich aus der Wirtschaft kommend sind all diese Sachen Ressourcen und ich tausche diese Ressourcen und ich möchte im Endeffekt immer nach oben tauschen. Ja? Und jetzt kann man sagen, ich tausche eine 100-Punkte-Einheit gegen eine 50-Punkte-Einheit ein. Dann wird erstmal jeder sagen, aber 50 ist doch kleiner als 100, da hat man doch einen schlechten Tausch gemacht. Wenn ich sage, naja, aber ich habe zusätzlich, also ich habe 100 Punkte gegeben, kriege dafür 50 Punkte, obendrauf kriege ich nochmal 5 Siegpunkte, die der Gegner nicht macht, dann kriege ich nochmal 5 Siegpunkte, die ich mache, dann kriege ich nochmal dies und dann kriege ich zusätzlich noch, dass der Gegner zurücklaufen muss auf diesen Marker und dort Einheiten committen muss, um diese Einheit erstmal zu töten. Und damit habe ich dann auch Board Control gewonnen, ich habe alle möglichen Sachen gewonnen und da wird dann irgendwie klar, wenn ich alles in die Waagschale werfe, dann ändert sich auf einmal das Tauschverhältnis. Und genau darum geht's. Da haben wir, wie gesagt, das Video, was ich vor einiger Zeit gedreht habe, was ich da nur wärmstens empfehlen kann. Das Konzept ist weiterhin da und ich glaube, es ist immer, immer wichtiger geworden jetzt hier in der neuen Edition. Wir spielen viel mehr Tauschen. Wir spielen viel mehr Tauschen und das von Anfang an, das war ja der vorherige Punkt, wir sind sofort eigentlich mitten im Gefecht. Wir haben wenig Vorgeplänkel oder weniger als in der 8. Edition. Das heißt, so dieses Tauschen wird immer wichtiger. Und ich glaube auch, dass das Tauschen, und das merke ich jetzt, weil ich versuche gerade auch mit ein paar Freunden zusammen das Thema Craft Worlds Eldari, also Mono Craft Worlds, wieder kompetitiv zu machen. Und der einzige Weg, den ich sehe, ist, indem man sagt, wir setzen auf volle Flexibilität, also Triple Shining Spears, ein paar Panzer hinten oder Warwalker, die einfach Fire Support geben und dann einfach auch so Konzepte wie, ich nehme 3x3 Windrider mit oder 3x4 Windrider. Warum? Sieht keiner jetzt. Ich weiß auch noch nicht, ob das so ganz passt, aber auch die Idee wieder, ich habe super schnelle Einheiten, 4 Windrider haben auch wieder ein paar Schuss, die sie abfeuern können. Ich kann schnell auf Marker, ich kann Marker klippen, ich kann gegnerische Einheiten umzingeln, dass sie nicht rauskommen oder nur für die 2 CP Desperate Breakout rauskommen. Und damit kann ich halt einfach das Spiel diktieren, aber ganz anders spielen als vorher. Weil ich komme da von einer Situation heraus, in der ich sehe, die Einheiten Punkt für Punkt in Elder sind nicht mehr effizient. Und ich finde keine effiziente Einheit dort.
jede Einheit, die ich nehme, findet ein Pendant in einer anderen Fraktion, die besser ist, das Gleiche macht und das besser macht. Entweder punkteeffizienter oder einfach outright besser, weil sie stärker, stabiler oder was auch immer ist. Und wenn ich das akzeptiere, dann kann ich entweder sagen, okay, ist ja blöd und mich darüber aufregen, GW ist doch doof, warum sind Craft Worlds nicht gut? Auf der anderen Seite glaube ich, dass da ist wahrscheinlich noch unerforschtes Territorium rund um, wir können ein ganz anderes Spiel, konzeptionell ein ganz anderes Spiel spielen, was die Elder spielen, was andere nicht können. Und das ist für mich wichtig, das ist interessant. Ich glaube, das hat weltweit noch keiner so gefunden, dieses Konzept. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir oder dass ich jetzt derjenige bin, der das findet, aber das Rumbasteln und Rumdoktoren, das macht auch absolut Spaß und wer weiß, vielleicht kommt da ja eine neue Liste raus, die durchaus Anklang findet. Aber zurück zum Punkt, ich glaube, dass man dieses Tauschen viel früher auch jetzt berücksichtigen muss und dass man es auch in der Armeekomposition sich überlegen muss, welche Einheiten habe ich, die ich eintauschen kann, die ich eintauschen möchte und in jedem Matchup die Einheiten, die ich mitgebracht habe zum Tauschen, wogegen möchte ich die eintauschen. Und das ist auch was wir ja bei diesem allgegenwärtigen Leviathan sehen, der jetzt auch nicht mehr abgebunden werden kann, also auch wieder anders als in der 8., wo ich einfach billige Einheiten reinschieben kann, ihn abbinden kann, dann schießt er gar nicht. Jetzt schießt er in den Nahkampf. Aber was kann ich jetzt machen? Ich tausche wieder Einheiten. Man könnte auch sagen opfern, aber das so glaube ich gar nicht. Wir tauschen sie ein. Würde ich etwas opfern müssen, würde ich es nicht machen. Weil am Ende ist es immer ein Tausch. Sonst ist es einfach nur Verschwendung. Opferung aus meiner Sicht ist Verschwendung. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann Einheiten nehmen, wo ich sage, ich glaube nicht, dass er sie töten wird. Im reinen Nahkampf, also nehmen wir mal 4 Windrider Bikes und ich schaffe es, das Overwatch zu umgehen, dann kann ich 4 Windrider Bikes da reinstellen und sage, die klopfst du mir nicht alle im Nahkampf tot. Und wenn du jetzt überlegst, du fällst zurück, kannst du nicht schießen. Wenn du überlegst, du schießt was im Nahkampf rein, dann musst du halt überlegen, reichen die beiden Flamer und eine Storm Cannon Array, sodass du dann noch 10 Schuss nach draußen senden kannst, oder musst du alles committen in diesen Nahkampf? Dann habe ich zumindest diktiert, du schießt nur auf diese Windrider, die wahrscheinlich dann noch in dieser Runde, in der ich dran war, dir nochmal sogar einen Primary denied haben oder sowas. Und dann habe ich schon direkt getauscht. Punkt für gegen 0, weil Levi ist nicht gestorben, hat wahrscheinlich nicht mal wirklich Wunden genommen, aber dann noch irgendeine Einheit am Marker erschossen, vielleicht auch attackiert im Nahkampf und dann erst den Levi abgebunden und dann die Position, die Primary-Punkte und so weiter, und dann kann dieser Tausch auf einmal wieder gut werden, weil wir dann eben auch die Opportunitätskosten einrechnen. Was sind die Opportunitätskosten davon, dass der Leviathan nicht auf die wichtigen Einheiten geschossen hat, auf die man eigentlich, oder die man selber schützen möchte, auf die der Gegner eigentlich schießen möchte? Gut, haben wir den Teil. Jetzt gehen wir nochmal durch. Haben wir. Da waren wir bei der 8. Waren wir bei der 8 oder waren wir schon bei der 9? Doch, wir müssen eigentlich bei der 9 gewesen sein, ne? Und dann kommt die 10. Wahrscheinlich guckt ihr das Video jetzt und denkt euch, der Typ kann ja nicht mal bis 10 zählen. Der soll wieder in die erste Klasse Grundschule gehen. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich glaube aber, wir sind bei der 10. Also, Punkt 10 für mich, was noch wichtig ist, warum, also, was ist hier anders in der 9. Als in der 8. Edition? Wichtiger Punkt, wirklich wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Wir haben keine Turniere. Das heißt also, auch wenn wir jetzt hier im Privaten wieder spielen und es kleine Turniere langsam nach und nach gibt, wir haben eigentlich keinen Meta, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, alles, was jetzt hier besprochen wird von, oh, das ist OP und das ist richtig krass und das ist übel und das funktioniert gar nicht, das sind alles Momentaufnahmen, die wir treffen auf Basis unserer privaten Erfahrungen, vielleicht auch den Spielpartnern, die wir haben, den Fraktionen, die diese Spielpartner mitbringen. Und wir haben aber noch nicht die Felddaten, die wir in der 8. Edition haben, wo wir wirklich auch was sehen und dann eben auch Feedback für GW, dass sie Sachen anpassen können. Was sie ja auch gerade jetzt in der 8. Edition viel gemacht haben, basierend auf Turnierergebnissen und Feedback aus der Community von den Turnieren, Regeln angepasst und wieder Sachen, die zu drüber waren, angepasst, Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben, auch nach oben ein bisschen angepasst. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, so ganz viel von dem, wo wir uns dann vielleicht aufregen und ärgern und so weiter, das fundiert auf ein paar Beobachtungen, aber das basiert eigentlich nicht auf den Fakten, die wir eigentlich haben wollen, wo wir sagen, das ist das, was wirklich im Meta sich durchsetzt. Ne? Und da kann ich nur sagen, letztes Wochenende
Hanseatic Alliance Open, super geiles Event. Auch da nochmal danke an Target Priority, danke an die Alliance Open Jungs und an die Mädels, die das alles ermöglicht haben, für uns organisiert haben und ein so strukturiertes Event, ein so gut durchdachtes und mit Sicherheitskonzept belegtes Event für uns organisiert haben. Richtig geil und eines der ersten, wenn nicht das erste Event mit so einer großen Teilnehmerzahl nach Covid oder in der Covid-Zeit, das ist wirklich, glaube ich, einmalig. Aber der Punkt, und der Punkt, den wir da haben, was ich schon sehen würde, ist, es haben sich dann doch viele überrascht, ne, dass von 100 Spielern oder über 100 Spielern mit 26 Space Marines kein Space Marine in den Top 4. Ich glaube, der beste Space Marine war Martin. Da nochmal Shoutout an Martin. Wir hatten deine Liste ja als eine der Favoritenlisten drin. Ich glaube, das hat sich bewahrheitet. Top 5 von 100 ist absolut favoritenwürdig. Aber erst Platz 5 war der erste Space Marine, obwohl Space Marines 25% der Population ausgemacht haben. Und in der Analyse, warum ist das so? Ja, viele Space Marines haben gegeneinander gespielt, nehmen sich selber raus und haben dann oft nochmal Death Guard, Atmec oder eben Harlequin Matchups, die dann nicht immer positiv für die Space Marines verlaufen müssen. Und insofern haben wir dann eben ein Turnierergebnis gesehen, in dem wir auf Platz 1 und 2 Harlequine haben, in dem wir auf Platz 3 und 4 Atmec haben, in dem wir auch Death Guard durchaus haben, die lange im Run für den Top Seed waren. Und das sind alles so Verschiebungen, wo man sagt, ja, aber natürlich, wenn man die Armee an sich anschaut, ist die hyper effizient. In der alten Version, wie wir sie jetzt sehen, Pre-Codex-Release der Space Marines, mit unendlich vielen Aggressoren, Eradicatern und was auch immer sie alles mitbringen. Aber wie sie sich dann wirklich über 5 Runden oder 6 Runden auf dem GT machen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und das sind einfach Informationen, die wir jetzt gerade nicht haben, wo man aber, glaube ich, schon sehen kann, dass, also wo ich sagen würde, auch wenn man Events in Amerika oder UK und sonst wo sieht, oder Australien spielt ja auch viel, dass da durchaus Diversität herrscht. Also ich bin da immer, ich versuche da immer positiv zu denken und glaube, natürlich ist es, glaube ich, auch gut, dass jetzt gewisse Sachen angepasst werden im neuen Space Marine Codex, aber ich glaube, wir haben durchaus Möglichkeiten hier, das Meta zu bestimmen, auch Diversität im Meta zu haben, nur es ist halt wirklich so, wir haben eigentlich die 9. Edi noch nicht live gesehen, also turniermäßig live. Gut, das war es eigentlich auch schon. Dann doch relativ lang. Ich habe jetzt die Uhr nicht, weil die Kamera gerade umgedreht ist. Aber das waren meine 10 Punkte in der perfekten Reihenfolge und Struktur, wie ihr wisst. Ironie sei mir hier verziehen. Das waren einfach Punkte, die ich loswerden wollte, die jetzt in vielen Diskussionen mal aufkamen, die ich mir so über die Zeit auch notiert habe. Und wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Vielleicht habt ihr auch nochmal eine Konsolidierung der Gedanken, die ihr selber eh schon hattet, hierdurch bekommen. So oder so, hinterlasst uns gern Kommentare, hinterlasst uns gern ein Like, wenn es euch gefällt. Das hilft uns einfach mehr Reach zu haben in die Community, mehr gesehen zu werden auch, und auch mehr Empfehlungen zu haben. Also von daher Likes, Kommentare, alles super gerne, freuen wir uns drüber. Aber eben auch, und das sage ich ja auch immer, Kommentare, wenn ihr sagt, das sind Themen, die ihr gerne in Zukunft sehen wollt, das sind Sachen, die können wir als Kings of the Hill besser machen. Hinterlasst auch gerne Kommentare als konstruktive Kritik. Wir können damit umgehen, wir wollen das sogar, wir fordern das auch aktiv ein, weil uns das einfach besser macht, weiterbringt und Spaß macht, dass wir auch an uns selber hier in dem Bereich arbeiten können. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.